Willkommen, liebe Clash, bei mir im Thorsten Akatoto beim Clan Dead Reaper. Ja, manche Accounts gehen ja auch völlig an mir vorbei, so wie dieser Account hier. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass mein netter YouTube-Kumpel Olli hier zwischenzeitlich mal war, hat hier ein Video abgedreht und den Clan hier zu Recht absolut super in Szene gesetzt hat hier. Also vielen lieben Dank nochmal dafür. Und ich bin ja auch nach wie vor mit dem RH9 hier unterwegs und die nächsten Clan-Spiele stehen ja schon an. Aber eieieiei, meine Herren, ich meine, ich bin hier relativ hoch jetzt gerade gelistet mit dem Chief Barfuß, aber ich habe auch ein 600er Clan-Spiel gemacht, aber only Nachtdorf. Und ihr seht das vielleicht hier, Nachtdorf. Und wo ist noch? Bauarbeiter. Ah, jetzt ist raus. Nee, da ist er noch. Multimörser, Nachtdorf. Und ich glaube, das ist auch Nachtdorf. Also alles Bauarbeiter-Basissachen. Echt diesmal wirklich, wirklich sehr, sehr krass, was man dort alles machen kann. Aber boah, da den ganzen Tag abhängig. Ich meine, ich habe da jetzt schon 700 Punkte lang abgehangen. Habe dort 1000, ich glaube, ich musste 1000% machen in 24 Stunden. Und die Clanspiele gehen ja diesmal relativ lange, 6 Tage, das ist auch schon eine Zeit und ich denke mal 50.000 dürfte auch für kleinere Clans drin sein. Es gibt nette Rewards, keine Frage. Und ich bin aber auch auf ein Reward halt, da sind wir nochmal ganz gierig. Das ist nämlich der Oberlix-Trank hier. Den würde ich nämlich gerne im nächsten CK nehmen oder im übernächsten CK. Das muss ich mal schauen, das weiß ich noch gar nicht. Denn ihr seht das hier auch hier bei den Clanspielen. Da bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt. Was machst du? Machst du hier Kobolde sonstiges oder gehst du hier mit deiner Heiler, was ist das eigentlich? Heiler Giant Armee rein? Und in den gehen wir mal rein hier live. Ich meine, ich habe jetzt 20 Magier dabei. So ein bisschen Elex und ein bisschen Gold kriegen wir sicherlich. Wenn auch nicht so super viel. Meine Queen ist auf 3 mittlerweile. Ich habe sie ja hochgezogen per Buch. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hier... Ah, wir brauchen eigentlich nichts mehr springen. Denn meine Truppen gehen hier in jedem Fall in die Mitte. Ich nehme jetzt auch mal meine Klarburg mit rein. Auch das ist eher selten, dass ich die mal mitnehme. Denn sehr, sehr gerne verbrauche ich die in den Verteidigungen. Und jetzt muss ich auch mal gucken, wo ich hier so ein bisschen noch was abzwacken kann. So wirklich, wirklich viel... Ist hier nicht, aber hier in der Mitte heilen wir mal durch, dass wir wenigstens Rathaus kriegen, denn wir müssen gewinnen hier auch für diese Clankriege. Ich zeige euch auch gleich, warum. Ah, der Sprung, legendärer Sprung hier. Na, ist nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Hier hinten können wir noch 2 Lager so mitnehmen, denke ich mal. Da wird uns die Kanone nicht so ganz den Strick rausmachen. Aber hier geht ja noch so ein bisschen was wenigstens mit den... Mit den Goalies, beziehungsweise mit, nein, nicht mit den Goalies, mit den Giants. Und genauso wie ich eigentlich rede, empfinde ich im Moment die Clanspiele. Ich finde sie sehr, sehr anstrengend. Ich finde es sehr, sehr krass, was hier zurzeit geht. Und hier unten gibt es auch noch was. Also Dunkles ist schon mal auf 0. Und der sieht eigentlich gut aus mit der Queen hier im Nacken, dass wir den sogar 3 Sternen können. Den können wir sogar 3 Sternen. Ah, ein bisschen bin ich froh. Denn wie gesagt, mit diesen mehr-accountigen Spielen hier finde ich die Spiele diesmal sehr anstrengend. 3000 Punkte kann jeder in diesen 6 Tagen erreichen. Ich meine, das ist jetzt nicht viel, das sind 500 Punkte pro Tag. Die kann man reinspielen, aber ihr wisst, dass ich spiele mehr-accountig und in den Accounts oder in den Clans, wo ich eigentlich weiß, das schaffen die ganz, ganz locker, weil dort machen die Clanspiele wie die Irren. Da habe ich überhaupt keine Probleme, aber okay. Jetzt hier glaube ich auch nicht. Ich denke mal beim Jonas. Ich bin ja bei den Dead Reapers. Das ist der Clan vom Babo. Wird das sicherlich auch klappen, denn hier sind die Leute schön aktiv. Finde ich natürlich nicht zu allen Zeiten, aber in einem anderen Clan habe ich da schon ein bisschen mehr Probleme mit, überhaupt so ein bisschen was zu reißen. Und da bin ich auch sehr, sehr hoch mit meinem Rathaus 8 gerankt. Auch wenn ich dort... Ja, ich versuche halt die 3000 voll zu machen. Mehr geht halt nicht. Punkt. Und da ich mit allen anderen Accounts ja in anderen Clans bin,
13 Sekunden. Das brechen wir mal. Das brechen wir mal ab. Ich habe ein bisschen Schub eingeworfen, denn es gibt ja wieder reichlich Schub in den Clanspiel Rewards. Und jetzt muss ich mal gerade schauen, was habe ich nicht verbraucht. Okay, das habe ich nicht verbraucht. Der Rest ist hier verbraucht. Ich frage auch gleich wieder Truppmann, auch wenn ich sie nicht wirklich bekomme. Also dauert hier auch so ein bisschen in dem Clan. Hier sind, denke ich mal, sehr, sehr viele Schüler, Arbeiter, ganz gemischtes Volk drin. Und aber hier, ihr seht das, ich habe jetzt noch 17 Stunden Zeit für 400 Punkte. Das ist jetzt nicht gerade viel, die 400 Punkte, aber ich muss die 12 Sterne auch erstmal reinfarmen und immer nur so ein 7er hier mitnehmen. Das will ich ja auch nicht, denn so ein bisschen, ihr seht das, meine Forschungen laufen gar nicht. Ja, ich habe einen Bauarbeiter frei, den wollte ich jetzt aber, glaube ich, noch mal so ein paar Minuten auf dieses Lager schicken. 15 Minuten, auch hier so ein kleines Dorf-Update. Ihr seid sicherlich enttäuscht, der Toto hat immer noch keine Farmbase mit dem Schief. Ja, hat er noch nicht, er hat auch noch keine CK-Base, er ist noch rot im CK. Aber ich denke mal, ein CK hier setze ich noch aus und danach stelle ich mich auf grün. Mein erstes Lager ist hier unten fertig geworden. Und Queen und King haben jetzt nicht so super lange hier Haltezeit. Und ich kann sicherlich mit meiner Armee, ja, die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Die ist so ein bisschen ressourcenlastiger. So will ich es mal sagen. Und der ist zu stark, das ist ein 10er. Den können wir nicht machen. Ich muss ja gewinnen. Ich muss Sterne machen. Und manchmal ist es nicht ganz, ganz einfach. Denn das hier, auch dies hier ist eigentlich eine Base, wo ich sage, ich gehe mal mit so ein paar Riesen auf dieser Seite rein und ich würde gerne so mit so ein paar Riesen, da habe ich es gerade verschoben, auf dieser Seite rein hier. Hier nochmal ein paar Magier und jetzt so ein paar Bogenschützinnen und auch ein paar Barbaren gleich mal reingespammt, dass wir die hier irgendwie down kriegen. So, jetzt muss ich mal gerade schauen, wo wir noch ein bisschen Ressourcen holen können. Hier unten haben wir jetzt mit den Barbaren die Ressourcen geholt, aber wir müssen ja gewinnen. Ich habe mir noch so ein ganz paar Truppen aufbewahrt, wenn auch nicht wirklich viel. Aber ich glaube, wir gehen von der Seite hier nochmal rein, denn die ist ziemlich blank, die Seite hier. Mit blank meine ich eigentlich, dass wir hier ganz, ganz gut reinkommen könnten. Hier nochmal einen Sprung in die Mitte, damit vielleicht mein King noch so ein bisschen was reißen. Na komm, der King reißt vielleicht noch so ein bisschen was, dieses eine Lager da. 100.000 ist das ist in diesem Goldlager drin und das muss ich irgendwie. Oh, die Queen ist so schwach. Auf Level 3 grenzwertig. 63%. Wir haben aber gewonnen. Das ist ja nicht schlecht. Und 6 von 12 immer noch der Fortschritt hier. Also es dauert wirklich, wirklich lange. Und ich habe mal wieder nichts verbraucht. Ich muss mal gerade gucken, was ich jetzt in der Schnellausbildung mache. Meine Armee 221. Ah ja, okay. Das sind 4 Zauber. Das ist auch ein bisschen doof. Das muss ich eben mal umbauen, denn so viel Heil brauche ich eigentlich nie. Da kam jetzt der Heil so ein bisschen ungünstig dazwischen. Das machen wir mal so. Und dann trainieren wir unsere Funny Farm Army nach, denn auch mit der kann man natürlich Sterne gewinnen. Okay, ich kriege meine CB in dieser kurzen Zeit hier nicht voll, aber ich möchte auch den Boost nicht verstreichen lassen hier. Das kennt ihr sicherlich auch, ja, da macht man dann einfach mal irgendein AG auf eine nicht so starke Base, wie diese es gerade war. Und deswegen greife auch ohne CB mal an, gar keine Frage. Ist mir zwar ein bisschen unangenehm, verbrauche die Truppen ganz gerne wieder, denn auch in den Clanspielen gibt es da, ich glaube, es gibt noch die Spenden-Event. Ich muss sagen, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es das wirklich gibt. Und den können wir auch nicht machen. 3er X-Bogen, das ist für meine 5er Riesen hier noch gar nichts. Denn ich habe hier im ersten Schritt die Drachen auf Level 4 gelevelt. Ich glaube, Drachen auf 4 sind an der Stelle ganz in Ordnung, so wie dieser hier. Ja, den muss ich jetzt mal machen. Okay, die Mauerbrecher sind übertrieben, aber die gehen jetzt auf die Queen, oder? Nein, die Mauerbrecher gehen sofort. Oh, nee.
Da hat der Clanburg. Da hat der Clanburg. Okay, die Clanburg muss natürlich weg. Meine ganzen Riesen sind jetzt gerade down. Alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Ich habe hier noch 15 Bogenschützen. Ich habe hier noch 15 Bogenschützen. Und ich habe noch einen Sprung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass mir der in jedem Fall nicht verloren geht. Und auch sowas, glaube ich, gehört zu Clash of Clans dazu. Wo hat er denn noch Defense? Ah, hier, okay. Also meine Heiler werden jetzt geheilt, beziehungsweise der King wird jetzt hochgeheilt. Das macht alles nichts. Den Sprung brauche ich nicht mehr wirklich. Wir nehmen mal hier die Heiler in Wut. Wir nehmen, glaube ich, mal die Heiler in Wut mit dem King hier. Denn diese No Walls Base hier, die muss ich einfach machen mit den Truppen. Zumindest muss ich die Sterne reinholen. Also zwei haben wir schon mal. Heiler sind weg, okay. Queen nur noch da. Ein, na, zwei Sterne wären es. Zwei Sterne wären es, glaube ich. Werden es, ja. Oh. Werden es aber auch nicht zu viel. Der Lot ist, guckt mal weg, der Lot ist nicht so wirklich gut, aber 8 von 12, das ist schon nett. Und wir nehmen die Truppe trotzdem nochmal nach. Das müssen wir einmal so machen. 1, 2, 1. Und noch ein Gift hinterher. Die Truppe bauen wir nicht nochmal nach. Komischerweise mit der Truppe hier, mit Funny Farming, komme ich irgendwie echt viel, viel weiter. Da schaffe ich wenigstens zwei Sterne, wenn ich mal das Rathaus schaffe. Und wir machen hier den oder das Clanspiel in jedem Fall voll. Und manchmal ist auch ganz komisch, dann spende ich, beziehungsweise das ist schon meine zweite Anfrage hier. Ihr seht das Kleinzeugs Gift. Kleinzeugs, ein paar Barbaren, ein paar Bogis, scheißegal was. Aber scheint und hier unten ist eine Anfrage alles. Und wenn ich mir jetzt mal dieses Profil anschaue und hier einfach mal reinschaue, was hatten die Florina oder der Florina, keine Ahnung. Oh, acht Bogenschützen sind scheinbar zu viel hier zu spenden. Ja, das ist so ein bisschen so das, was ich manchmal den Clan so traurig finde. Ich meine, ich bin jetzt nicht gerade der wenig spendet, das wisst ihr selber. Und ja, die Armee nehmen wir hier mal. Nehmen wir hier mal, um das hier so ein bisschen mitzunehmen. Denn das sieht ganz gut aus. Ich muss mal eben schauen, wo ich hier so ein bisschen prozentual was reißen kann, ohne dass ich jetzt so super viel Truppen setze. Also ich werde schon alle Truppen setzen müssen, aber ich will hier natürlich auch die Ressourcen haben. Mal sehen, wo wir am Ende landen. So ein paar von den Kobolden lasse ich mir immer noch und von den Riesen auch, dass ich irgendwie so mit irgendetwas noch ein bisschen in die Base reinkomme, gerade hier jetzt bei den Events und hier noch die 50% denn wenigstens reiße für den kleinen, aber feinen Erfolg hier. Jetzt ziehen wir mal zwei Mauerbrecher rein und noch, würde ich mal sagen, ein, zwei Riesen, denn da lauert ein Magierturm auf mich. Das will ich da oben natürlich nicht. Und hier unten ist es nicht mehr so wirklich viel. Ich gucke jetzt mal, wie viel wir einnehmen. Ja, 29, 30. Na komm, das Lager da ist noch drin. Dann haben wir ihm eigentlich haben wir alle Ressourcen geklaut, aber wir wollen ja auch zwei Sterne. Wir wollen leider die zwei Sterne und dann müssen wir hier noch mal ein bisschen nachhaken. Und wenn es denn nur einer wird, dann wird es halt nur einer. Da kann ich dann auch nichts mehr dran reißen. Ich gucke mal, da sind die Mauerbrecher durch. So, hier schicke ich mal meine Kobis noch mit rein, in der Hoffnung, dass die hier irgendwie vielleicht noch was in der Mitte machen oder außen. Mein King ist leider schon weg. Mein King ist leider schon weg. 43, 44, 45. Na, kommt los, macht da mal ein bisschen was in Wut, ihr Heiler, ihr Magier. Und vielleicht die Queen noch, die geht jetzt noch mal raus in Wut. 48%. Der Magierturm ist schon zu stark für meine Queen, oder? Oh nee, sie ist 51%. Okay, das ist der eine Stern hier. Boah, mau. Oh, es gab gerade Bogenschützen von Florentina. Fünf Stück, okay, mehr können hier nicht gespendet werden, aber immerhin, ey. So, ja, ich habe es ja gesehen, ich brauche unbedingt Elex und deswegen nehmen wir die noch mit und ich brauche die Sterne vor allen Dingen. Ein Stern, nee, beziehungsweise drei Sterne waren es noch, die ich noch brauche hier an der Stelle. Mal schauen, ob wir die hier, oh, ich habe ganz, ganz wenig Sprung mit. Eieiei, viel zu wenig. Viel zu wenig Mauerbrecher und viel zu wenig Sprung. Ich gucke mal, dass wir hier in die Mitte kommen, denn das Rathaus ist hier nur
Begierde des Ortes, also mehr auch nicht. Die Ressourcen sind mir eigentlich im Moment relativ egal. Ich will dieses doofe Event schaffen, denn es ist echt für mich mit Mehrspieler-Accounts wirklich, wirklich anstrengend, finde ich diesmal. Ich weiß auch nicht warum, aber es war sehr, sehr Nachtdorflastig, das habt ihr ja gesehen. Und dementsprechend habe ich mich da auch wirklich schwer getan, hier überhaupt was zu reißen, beziehungsweise hier überhaupt so ein bisschen klar zu kommen, was die Events angeht, 54%. Na, wir lassen mal auch laufen. Wir haben ja ein paar Ressourcen gemacht. Die Queen brauchen wir nicht ganz sterben. Da können wir nämlich direkt noch einen Angriff machen. 11 von 12, ich denke mal, der eine Stern könnte jetzt noch drin sein. Wir machen noch eine Schnellausbildung hier. Ich habe ein paar Zauber verbraucht. Sprung heil. Okay, 18. Und dann sollte das jetzt auch unsere letzte Runde sein. Oh Mann, die CB immer noch nicht voll, aber meine Armee schon wieder voll. Also so geht das hier im Boost. Ja, das ist auch von Clan zu Clan unterschiedlich. Und ich finde aber trotzdem diese Clan-Spiele hier im Moment sehr anstrengend für mich. Vor allen Dingen, wenn es so hart in das Nachtdorf geht. Das ist ja so gar nicht mein Fall. Aber ich musste heute so ein bisschen nebenbei zumindest mal das Nachtdorf in allen Accounts bespielen. Auch das fällt mir nach wie vor super schwer. Denn bei den Fünfern kriege ich nur Sechser, verliere ohne Ende. Und wenn das Clanspiel dann heißt, gewinne 4 Angriffe, dann werden das schon mal schnell 10 Angriffe. Und den könnten wir eigentlich nicht mitnehmen. Nee. Das machen wir mal nicht. Dann werden das schnell mal ein paar mehr Angriffe und das hat mich natürlich unheimlich gewurmt. Oh, 2800 Dunkles, aber schon eine etwas zu starke Base für mich. Tut mir leid, die kann ich nicht machen. Manchmal ist es halt so, dass ich mich nur etwas schwächern gönne. Zum Beispiel diesen hier. Wir brauchen einen Stern und machen sicherlich so ein bisschen Dunkles hier. Wir machen so ein bisschen ein wenig etwas von den Ressourcen. Wären auch nicht so super viel. Ich setze jetzt mal meine Clanburg. Oh, 5 Bogies. Dankeschön. 3 Stunden hat es gedauert. Nein, ist keine Beschwerde. Es ist keine Beschwerde. Aber trotzdem in einem eigentlich relativ aktiven Clan, wie der es ja auch ist, so inaktiv ist der gar nicht. Finde ich es trotzdem nicht gut, dass hier manchmal oder überhaupt manchmal sehr spärlich gespendet wird. Jetzt habe ich meinen Stern schon drin. Ich habe 2 Sterne drin. Ich habe wenigstens das Event hier geschafft. Und aber jeder ist auch anders. Jeder ist vom Clash-Verhältnis her auch anders. Also jeder spielt Clash of Clans anders. Und ich spiele es hier ja mehr accountig. Das wisst ihr. Deswegen lege ich vielleicht da auch so ein bisschen die Brust so ein bisschen höher. Mag sein, dass ich das so ein bisschen überbewerte hier und den holzen wir in jedem Fall mit unserer Armee hier nochmal mit dem 3-Sterne ab. Den lassen wir jetzt auch laufen. Eieiei, Mann, mit dem 9er habe ich mich auch heute schwer getan. So schwer wie gestern in dem Video mit dem 10er. Aber die Clanspiele, ich finde sie diesmal anstrengend. Denn 50.000 für den 7. Level, die sind auch hier nicht mal gerade reingespielt, denn ihr wisst das selber von euch. Man levelt, man macht Dunkles, man hat seine Farmtruppen etc. Dann kommen die Clanspiele und dann findest du nichts, was du ein bisschen integrieren kannst. Also, na, ne, dann hast du keinen Bock auf die Spiele im Nachtdorf und mal schauen, was das hier jetzt gab. Okay, 1100 Punkte. Damit bin ich hier im Moment ganz oben, aber ich habe auch nur starke Spiele hier genommen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich habe ja ein bisschen Ressourcen reingekriegt. Boah. Damit mache ich jetzt natürlich auch ein bisschen was. Mal sehen, ein paar Mauern, das eine und andere Lager. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.